So, ah ja, schnell speichern ist nicht. Wir haben auch hier nicht mehr wirklich viel Muni. Da, der Witz, mein Junge. Tja, die besten Einstellungstests sind die, wo einer gar nicht merkt, dass er getestet wird. Aber ich habe sie seit dieser Verlosung da neulich beobachtet. Sie sind ein harter Hund und in solchen Zeiten brauche ich so einen wie Sie. Was wollen Sie, Fink? Tja, es droht ein Aufstand, David. Fitzroy hat die Wilden aufgewiegelt. Da hätte einer wie ich schon Verwendung für einen alten, pinkerten Mann wie Sie. Bin ich ja echt mal gespannt, was das hier wird. Gerade hier ein bisschen an die Salze haben wir keine. Oder brauchen wir im Moment keine. Haben genug Salz. Hast du denn vielleicht noch was Schönes? Ah, wir haben jetzt leider nicht genug Geld. Schadensboost von der Schrotflinte. Na komm. Warum denn nicht? Es ist ihr Zuhause. So, habe ich mir das schon angeschaut wahrscheinlich. Ja, müsste eigentlich. Jetzt hätten wir jetzt noch eine Meldung gekriegt. Suchen wir Chen Lin und dann nichts wie weg. Also, ich verlange nur, dass Sie die Sache zu Ende bringen, DeWitt. Wir wollen die anderen Bewerber nicht enttäuschen. Unser erster Kandidat ist ein Veteran aus Peking. Was sagt man doch gleich über alte Soldaten? Also, ich setze auf Sie. Er ist ein alter Hase im Umgang mit Sprengstoff. Der einzige, den ich kenne, der dabei keine Gliedmaßen verloren hat. Na, das kommt ja noch früh genug, denke ich. Aua, so, dann war die Muni auch leer. Müssen wir gerade wechseln, bitte. Danke. So, komm mal her. Dankeschön. Ja, das lief jetzt gerade nicht gut. Das Salbengeschütz bringt aber auch nicht allzu viel, hast du den Eindruck. Panzerfaust vielleicht. Okay. Feierabend, verdammt! Gut so, ausgezeichnet! Mit so viel Ehrgeiz, Junge, werden sie es bei Pink Industries weit bringen! So, dann komm. Junge, Junge! Der Sachse nur. Das ist natürlich ungünstig. So, das werde ich aber trotzdem mal gerade austauschen. Gib mir mal euer Zeug. Danke. Wo kommst du denn auf einmal her? Kinas, Kinas. Jetzt guck mir doch nicht so. Medizinkits. Ah, vielleicht später mal. Ist ein früherer Verehrer von Lady Comstock. Ah, ein paar Lockpicks. Aber ohne das alte Mädchen weiß er nichts mit sich anzufangen. Ich habe ihn an der Jobbörse ergattert. Für kein Geld. Leite nicht, Lady Comstock. Wir erzielen ausgezeichnete Das wollen wir doch mal sehen. Ergebnisse. Yeah! Ja, ich müsste mal kurz wegrennen. Ja. Ich glaube, der Typ ist noch nicht durchgebraten. Aua, danke für das Zeug. Hier ist wieder viel zu viel los. Kannst du mal gerade hinlegen? Danke. Ah,
Und tschüss. Ich muss sagen, Sie gefallen mir. So, jetzt sieht das doch Ganze schon wieder deutlich besser aus. Tschüss. Haben wir den? Nee, natürlich nicht. So, zerlegt. Also, genug des Vorgeplänkels. Ihr wahrer Gegner ist ein Automatenexperte. Er will alle Sicherheitskräfte durch Maschinen ersetzen. In einem Elisabeth! Schön dabei. Es wären weniger Mäuler zu füttern. Kriegen wir das Ding? Nee, aber ich könnte ja mal... Ja, ich hätte vielleicht den nehmen sollen, der noch etwas fitter ist. Juhu, so. Eine Errungenschaft. Ich sollte mal wieder in Deckung gehen. So, einmal durchgeladen. Oh, ein bisschen Schaden kriegen wir doch noch. Ab. Da wir Medizin-Kits. Da ist noch ein Geschütz, das ich mir ganz gerne nehmen würde. Danke. Das kommt gerade wie gerufen. Oh, du kommst hier hoch. Das ist aber nicht so schön. Laufen. Danke. Gleich tot. Ach Gott, Kinders. Ich habe hier auch einfach keine gute Bewaffnung, muss ich sagen. Geld verlieren wir jetzt natürlich auch wieder. So. Salze, danke. Sie sind Spitze, David. Einfach Spitze. Auf das Getriebe zielen. Ich baue den einfach mal so weg. Tüchtiges Bürschchen. Was? So, dann gib mir mal bitte die Gatlingern. Danke. Obwohl, ich glaube, die möchte ich lieber gegen Dings austauschen. Wer ballert jetzt? Ne? Oh. Der da. Ich gratuliere, DeWitt. Wissen Sie, als mir Ihr Name genannt wurde, hatte ich Zweifel, ob Sie der Richtige sind für den Job. Aber jetzt kann ich sagen, dass ich mich getäuscht habe. Ich bin nicht interessiert an Ihrem Job, Fink. Also, ich weiß alles über Ihren kleinen Job für Fitzroy. Aber wollen Sie wirklich Ihrem Angebot den Vorzug geben? Manch einer würde töten, um Sicherheitschef bei Fink zu werden. Sie sind eine harte Nuss, Mr. DeWitt. Eine harte Nuss. Aber ich verspreche Ihnen... Ich kriege, was ich will. Na, wer will denn? Wer will denn? Ich glaube, wir können einfach weitergehen. Das Geschütz hat es dann wohl zerlegt. Vielleicht können wir mit der Gatling-Gang halt noch was... Reißen, genau. Ich glaube, hier geht's runter. Ja, das ist schön, aber vielleicht ist ja hier noch irgendwas versteckt oder so. Oder jeden. Hm. Sieht auf jeden Fall schön aus. Ah, ein Boxphon. Ich hielt dich für einen Narren, lieber Bruder. Als du mir erzähltest, dass du wundervolle Musik aus Löchern in der Luft hörst, da zweifelte ich an deinem Verstand. Aber du hast mit diesen Dingern nicht nur ein Vermögen gemacht, du hast mir auch den Weg gewiesen. Naja. Du bist doch eine moderne Frau. Wir schreiben 1912. Es wird 2012, bis ich mich für eine wie dich interessiere. Schön, dass das Spiel 2013 rausgekommen ist.
Zug das hat sich langsam angehört. Dich töte ich! So, vielen Dank, dass du mir im Weg rumgestanden hast, Elisabeth. Mag ich immer gerne sowas. So, Muni auffrischen, danke. Salz nehme ich auch nochmal mit. Aha. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Einmal hier. Könnten wir jetzt noch neu. Das soll doch. Ja, danke. Hallo, Patzian. So, nehmen wir das Zeug mal alles mit. Hier geht's dann wohl weiter. Da. Ah. Chen Lin, Zelle Nummer 9. Hätten wir das auch schon mal gefunden. Sehr gut. Haben wir noch irgendwas zum Mitnehmen hier? Schuhe. Ich möchte gerne neue Schuhe. Kriegst du das auf, Elisabeth? Sieht einfach aus. Ich habe für Leute wie Fink gearbeitet. Wirklich? Ich war bei den Pinkertons. Man hat uns gerufen, wenn Arbeiter Stunk machten. Und wozu? Um den Leuten zu zeigen, dass es unklug ist, die Arbeit niederzulegen. Und zwar mit Gewalt. Ich kann dir sagen, manchmal sind solche wie Fitzroy bitter nötig. Warum? Wegen Leuten wie mir. Fertig. Da könnte natürlich was dran sein. Hallo, einer wie? Der Engel Columbia ist auf meiner Seite. Ich sehe! Und tschüss. Da hat jemand, glaube ich, einen Hut verloren. So, zerlegen wir halt noch ein paar Leute mit dem. Pistole ist voll, das ist gut. Sag uns, was du mit dem Fitzroy weißt, verdammtes Schlitzauge. Wir wissen, dass du uns verstehst. Willst du was sagen? Oder sollen wir Mrs. Lin auch herholen? Schüttel mir ein Kübel Eiswasser drüber. Wir müssen heute noch drei verhören. Ich glaube, das mit dem Verhören hat nicht so ganz funktioniert. Ah, Salze. Da haben wir auch voll. Habe ich mich umsonst gefreut. Sowas. Was riecht denn hier so? Hier unten gibt's keine Klos. Sie behandeln sie wie Tiere. Lass mich dem eindringen. Ich plündere dann mal, während du da hinten rumläufst. Ach, jetzt kommt da gucken. Okay, dann. Tschüss. So, hätten wir noch einen Vox vor. Und tschüss. So, war's das? Mit euch wohl schon. Danke. Lockpick ist auch mal wieder schön. Was muss man getan haben, um an so einem Ort eingesperrt zu werden? Fink braucht keinen großen Grund. Nein, anscheinend nicht. Das braucht er doch nie. So, hören wir uns mal das Voxphone an. Schwarze höher zu besteuern als Weiße. Ist das nicht grausam? Die Durchmischung der Rassen zu verbieten. Ist das nicht grausam? Dem weißen Mann eine Stimme zu geben und sie dem gelben, schwarzen und roten Mann zu verweigern, ist das nicht grausam? Aber die eigenen Geschöpfe aus dem Paradies zu vertreiben, ist das nicht auch grausam? Oder die eigene Gefolgschaft in Wassermassen zu ertränken? Grausamkeit kann lehrreich sein. Und was ist Columbia anderes als die Schule des Herrn? Ja, ich weiß, nachladen könnte ich, aber ja, eigentlich ist es gar keine so schlechte Idee. Ich hätte mir den 7-Schuss immer noch einen umlegen können. Danke. Ich habe Geld gefunden. Oh. Hier. Ja, damit. Ich glaube, ein 9 ist da drin. Dann gehen wir erstmal hier in. Was ist denn das da? 8? Ja. Das Guck. Ist was für dich. Mal sehen. So. Hey. Eine Leiche. Endlich. Schon lange keine Leiche mehr gesehen. Oh, Ausrüstung. Ja. Hemd.
Was hab ich jetzt? Die Magazine? Nee, ich glaube, das lasse ich dann erstmal. Dann nehme ich das mal mit. Dankeschön. Ich glaube, das mit der Magazingröße ist mir im Moment lieber. Na dann. Kannst du dir das mal ansehen? Schauen wir da mal rein. Mal schauen. Hier ist es, oder? Ja, Nummer 9. Bitte sehr. Der Witz, Sie sind ein Löwe. Aber man kann mir nicht vorwerfen, wenn ich meine Interessen wahre, oder? Ich weiß, Daisy Fitzroy hat eine Berufung. Doch Sie werden merken, dass sich Ihre Wege trennen. Löwen ziehen mit Löwen, DeWitt. Nicht mit Hyänen. Der hat voll die Luxuszelle, ist ja echt gemein. Wenn diese Bevorzugung von Chinesen. Kann ich nicht gutheißen, sowas. Jemand Ketchup verspritzt. Lockpick, danke. Sonst ist hier unten aber, glaube ich, nichts. Schade, hätte sich angeboten. So ein wenig dunkel hier. Kopf. Ich glaube, das war's. Jawohl. Das war eigentlich zu erwarten. Ach, zu spät. Verdammt. Fink. Das hat er gemeint. Jetzt müssen wir uns einen anderen Waffenschmied suchen. Nein. Tod ist tot, Elizabeth. Tod ist tot. Was? Was zum Teufel? Ich sehe Kopf. Und ich sehe Zahl. Nur eine Frage der Perspektive. Warum folgt ihr uns? Wer schickt euch? Comstock? Was wollt ihr? Was sieht man hier? Aus diesem Winkel? Tod. Hör zu. Und so? Am Leben. Booker. Chen Lin. Langsam wird's peinlich. Die Leiche ist weg. Sie war niemals hier. Ein anderes Kolonier. Ein andersartiges. Die gleiche Münze. Eine andere Perspektive. Kopf. Zahl. Tod. Am Leben. Wir müssen durchgehen. In dieses andere Columbia. Aber wie? Es ist wie Fahrradfahren. Man verlernt es nie mehr. Man muss nur den Mut haben, aufzusteigen. Okay. Wenn wir diesen Riss betreten, dann gibt es, glaube ich, kein Zurück. Willst du das wirklich? Scheinbar. Okay, öffne ihn. Da. Kein Blut mehr. Und keine Leiche. Eine andere Welt, Booker. Ein anderes Columbia. Ich schätze, ein toter Waffenschmied weniger wird nicht der einzige Unterschied sein. Oh nein, das wird es nicht. So. Im Moment eigentlich mit unserer Waffenauswahl noch ganz zufrieden. Dann geht's jetzt mal wieder zurück. Auf einmal sind die Zellen ja befüllt. Die Sachen sind irgendwie nicht wieder aufgefüllt worden. Die Leiche ist immer noch da. Die haben halt eine ganze Menge Vox Populi drin. Okay, die Sachen sind komischerweise noch da. Nur die Zellen sind auf einmal halt. Ja. Bewohnt. Blutet ist alles, genau. Scofield sagt losmachen. Sie bringen seine Geräte zur Verwahrstelle. Schätze, so bleibt er sauber. Warum? Bist du von der Columbia, Gassett? Die Frau von dem Schlitzauge hat mächtige Freunde. Komm, wir brauchen die Zelle. So viel hat sich dann also doch nicht geändert.
Sie haben einfach nur halt den Kollegen weggebracht. Ich kapiere nicht, wieso Chen Lin wieder lebt. In dieser Welt wurde er gar nicht ermordet. Irgendwo erfahren wir vermutlich warum. Schätze, man kann nicht einfach so etwas ändern und erwarten, dass alles andere gleich bleibt. Das stimmt. Diese Männer. Ich hab sie getötet. Die waren tot. Nicht in dieser Welt. Booker, sieh mal, sie haben alle Nasenbluten. Jetzt nicht mehr. Was hatten die alle? Sie haben sich erinnert. Erinnert woran? Tot zu sein. Was geht hier vor? Was war das? Als mein Sicherheitschef wollen Sie vermutlich erfahren, wie diese beiden an Ihren Männern vorbeikamen und was Sie im Keller wollten. Aua. Na kommt mal schön. Zum Sterben hier. Hey. Lasst uns verarzten. So, du kannst mal weg, danke. Genau, das zum Verarzten wäre jetzt nützlich, danke. Und tschüss. Unser Gegner da vorhin. In der anderen Welt war er es, der da an der Wand hing. In der anderen Welt? Von der ganzen Sache kriege ich Kopfweh. Ja, irgendwie schon. Ich habe schon lange kein Nasenbluten mehr gehabt. Das heißt, ich war schon lange nicht mehr tot. Das sieht auch bequem aus. Hm. Da wäre noch ein paar Salze, das ist gut. Hm? Ah, der hat wohl nichts mehr gehabt, scheinbar. Danke. Naja. Irgendwie ja schon. Jedes Mal, wenn man Nasenblut hat, erinnert man sich an eine andere Dimension. Wenn du also einen Ball auf die Nase geschossen kriegst, erinnerst du dich automatisch an eine andere Dimension. Ich glaube, wir können ja so einfach rausgehen. Ich denke, dass hier noch irgendwas Interessantes ist. Auch nicht in dieser Welt. Okay, jetzt haben wir die Dinger sind jetzt auf der anderen Seite. Also quasi gespiegelt. Wir können die ja jetzt nochmal anschauen. Das sind jetzt halt andere Botschaften da drin oder andere Geschichten. Du noch was zu sagen? Scheinbar nicht. So, Schrot finden die jetzt erstmal nicht. Gehen wir einfach mal wieder. Gucken, ob wir Chen Lin finden. Salze brauchen wir gerade keine. Da ist er! Flankgeschütz, Booker! Nur bitte salzen, wir schützen dahin. Bitte sehr! Danke. Schnappen wir uns das Ding einfach mal. Jetzt halt lade ich mal nach. Ich liege hier auch gerade, ich weiß, ich muss mal gerade meine
Hand ein wenig umlegen, so jetzt kann ich ein bisschen besser zielen. Okay, der hat sich aber auch schön zerlegt. Du möchtest doch bestimmt auf meiner Seite kämpfen, danke. So. Die werden dann zerlegt. 60 von 100 haben wir schon erledigt mit der. Dann nimmt das doch langsam mal Formen an. Lecker Müsli. Okay. Da. Schätze, aus dem Job für Fink wird nichts. Sind jetzt alle weg? Scheinbar. Scheiße! Bitte sehr! Danke. Na, geht doch. Ah. Der Job wurde halt ein wenig erneuert. Ich kann die gar nicht verletzen, sehr fies. Sniper brauche ich gerade nicht. Cool. Muni. Noch ein paar Salze. So, jetzt sieht das doch schon wieder besser aus hier. Sehr schön. Tschüss. Na, hier habe ich dann wohl schon ordentlich gelootet, das letzte Mal. Na, du fährt. Ah, hier ist noch ein Riss. Oh, cool. Ah, Musik? Sie kommt aus dem Riss da. Das Lied habe ich noch nie gehört. Ich glaube, niemand hat das je gehört. Tja, müsste CCR gewesen sein, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Banane. Da waren wir auch schon dran. Die Frage ist, vielleicht gehen wir jetzt einfach mal wieder ins... Ach nee, warte mal, das hier haben sie umgenannt. Gehen wir in Shady Town? Stimmt, schön da. Oder auch nicht. Ich jetzt so drauf gefreut, aber nö. Pferde sind die gleichen. Wenigstens etwas hat Bestand hier. Medizinkits brauche ich gerade keinen. Der Uhrenladen. Muni für den Revolver ist voll. Ich habe das Ding übrigens immer noch nicht gefunden, fällt mir mal gerade auf. Dieser Decoder. Ja, das stimmt. Wir sind einfach die Waffen, die wir hier. Die sollen einfach nach uns hier durchlaufen. Alle Waffen mitnehmen, die hier rumliegen. Wir hinterlassen doch mehr als genug. So, mit N konnten wir, glaube ich, kehre zu Chen Lis Werkstatt zurück. Kriegst du es auf? Ein Schloss wie dieses habe ich noch nie gesehen. Antidrucksperre, Federbolzen, Verschlussvorrichtung. Man braucht einen Rambock, um das zu öffnen. Rambock.
Schockjockey. Mal gucken, ob das was bringt. Eher nicht so. Ja, so ungefähr. Eine Ziege auf Droge. Dann schauen wir halt hier nochmal. So, die komische Wäscherei, oder? Nee. Ach, hier ist. Da, wo auch Chen Lin dran steht. Das macht eventuell Sinn. Jede Menge Lockpicks hier, das finde ich schön. Dann schauen wir mal hier rein.